Meine lieben Star Trek Fans, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die USS Cerritos oder Cerritos möchte ich heute in diesem Video bauen. Ihr seht, ich habe 100 Bauteile gestern. Von gestern auf heute gab es ein Event, wo ich nochmal 10 Bauteile bekommen habe. Baupläne, Bauteile, wie auch immer, um die Cerritos zu bauen. Und wir werden den Bau jetzt starten dieses Schiffes. Der dauert 13 Tage, also und kostet eine ganze Menge. Hier 13,6 Millionen Tritanium und 1,5 Millionen Dilithium. Ich hatte schon gewartet, ob ich warte bis nach 18 Uhr, um dieses Schiff zu bauen. Aber da ich dann am Arbeiten bin, habe ich da keine Zeit mehr für. Und ich bin mal gespannt, was das Schiff alles kann. Wir werden mal den Bau anstoßen. Zusätzlich wollen wir, ich werde mal hier die Hilfe anfordern, wollen wir auch die Ops auf Level 38 verbessern. Das habe ich schon vor einiger Zeit angestoßen. Jetzt sind es nur noch 2 Tage und dann ist die Ops auf Level 38. Da starten wir jetzt auch mal den Beschleuniger. 2 Tage machen wir 6000 Latinum, 600 Latinum geben wir aus. Jetzt sind es noch 13 Stunden. Da können wir hier die restliche Zeit auch noch mal vorschreiten lassen mit den Beschleunigern. So, und damit haben wir die Ops auf Stufe 38 verbessert. Mal schauen, was wir alles kriegen. Wir kriegen 250 Latinum, ein Friedensschild für, nee, 3 Friedensschilde für einen Tag und noch mal 3 mal 2 Tage Beschleuniger. Für die. So. Hier gibt es, glaube ich, noch Stadtmitte. Was haben wir da? 40 Millionen Paarstahl haben wir da nochmal bekommen. So, wir werden mal hier das Schiff einholen. Und dann gucken wir mal, ob hier aktuell eine Armada läuft. Austauschbank. 1 Minute. Schaffe ich das noch? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ich habe da schon die Stella in der Nähe. Na? Ich weiß nicht. Ich glaube, da schaffe ich nicht mehr rechtzeitig hinzukommen. Ach, jetzt hat er sich noch ein bisschen aufgehangen hier. Nee, das schaffe ich leider nicht mehr. Das wird vorher stattfinden. Verbessere die Ops auf Level 38. Gibt es auch nochmal 9 Millionen Tritanium als Belohnung. Entschuldigung, ah, das kam jetzt ganz plötzlich. Neue Antwort der Ahnen, eine neue Aufgabe. Eine neue Mission startet mit Ops 38. So, da können wir gleich mal hinfliegen, aber zuallererst gucken wir mal, was hier ist. Eine private Nachricht. Vor 2 Tagen war die. Ja, schon eine Weile her. So. Okay, wir können mal schauen, was wir alles jetzt neu bauen können. Ja, hier haben wir auf jeden Fall eine ganze Menge, was wir machen können. Oh, es gibt was Neues.
Okay, da können wir eine ganze Menge machen. Aber das werden wir jetzt nicht machen. Wir werden jetzt als allererstes, glaube ich, mal selber noch eine... Armada starten. Oder an einer teilnehmen. Wartet mal, wir machen das mal weg hier. So. Vielleicht können wir daran noch teilnehmen. Ich weiß es nicht. Warten wir mal ab. Aber wir werden jetzt hier noch mal wechseln. Das Schiff zur Discovery. Müssen wir natürlich auch noch mal die Offiziere austauschen. Ja, super. So. Dann wollen wir mal dahin fliegen, wo die neue Mission ist. Wo war das hier? Das war die neue Mission. Dann wollen wir mal dahin fliegen. Das geht ja schnell mit der Discovery. Warte mal, einmal ganz kurz gucken, ob ich tatsächlich die Discovery verbessern könnte. Was haben wir da? Schild könnte ich verbessern. Aber die Ressourcen dafür möchte ich nicht ausgeben. So, da springt die Discovery dahin. Jetzt können wir hier noch mal ein bisschen mit meinem stärksten Schiff der Enterprise ein bisschen Schiffe erledigen. Also wie die Cerritos genau funktioniert, weiß ich noch nicht so genau. Wir schauen mal. 7 Leute haben mir schon geholfen. So. Kehre zur Station zurück. Okay. Na, dann machen wir das doch. Also hier im Wolf-System versuche ich Schiffe zu erledigen, die Level 39 oder höher sind. Aktuell sehe ich hier nur ein Schiff. Können uns gleich mal die Beschreibung der Cerritos durchlesen.
So, dann holen wir uns mal die Belohnungen ab, die wir aktuell noch als Außenstand haben. Kommen wir auf 230. Okay, ich brauche nur noch ein Schiff erledigen. Dann haben wir noch mal 25 extra Punkte. Aber vorher gucken wir noch mal nach der Mission. Da geht es ja richtig hin und her. So. Wir haben jetzt auf jeden Fall was für den Event-Shop gerade bekommen. Da können wir mal reinschauen. Apex-Forschungsmedaillen. Holen wir uns mal erstmal ein. Das ist ja kein Rabatt hier, ne? Oder holen wir uns drei? Ne, wir gucken erstmal, was es sonst noch so gibt. Okay, für 15. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier sonst noch so? Credits für 100. Ja, das ist auch cool. Wir gucken mal, was gibt's hier noch? Lieber davon. Nö, die brauche ich nicht. Ja, dann hole ich mir das hier mal. Gucken mal, was da rauskommt. Unabhängigen Credits. So. Na gut, wir holen uns einmal diesen Container hier. Und dann holen wir uns hiervon. Auch erstmal ein. Da haben wir ja noch Zeit. So, was braucht man hier? 100 von denen. Okay. Na gut. Schiff Nummer A. Wird hier noch mal angreifen. So, wir werden auf jeden Fall die Cerritos gleich fertigstellen. Aber erstmal machen wir hier noch mal mit. So, dann haben wir hier die Tagesziele erreicht. Ja, das ist jedes Schiff, was ich angegriffen habe, war über Level 38. Dadurch habe ich hier gleich drei Sachen auf einmal abgeschlossen.
und die Tagesaufgaben erstmal erledigt. So. Mission. Das ist ja, diese Mission ist ja krass. Nicht einmal musste ich kämpfen, nur immer hin und her fliegen. Und die Belohnungen sind echt gigantisch. Bin ich denn hier eigentlich? Ich bin, müsste. Ah, okay, ich bin im. Antwort der Ahnen. Jetzt haben wir die Belohnung. Guckt euch das an, ey. 50 seltene Gaserz und Kristalle. Die Belohnung ist echt super. Gibt's da sogar, es geht sogar weiter hier. Oh. Verbessert den Tritanium-Tresor auf Level 38. Belohnungen. Welche Fraktionen sollen wir im Krieg unterstützen, Commander? Gucken wir uns die Belohnung mal an. Tja. Wenn ich das jetzt wüsste, wovon ich am wenigsten habe. Von diesen seltenen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt rauskomme. Ich glaube, ich komme hier nicht raus. So, dann werden wir jetzt mal die Cerritos fertig bauen. 13 Leute haben geholfen. Naja, verschenke 4-mal Beschleunigung. Egal. Wir bauen die jetzt fertig. So, noch 20 Stunden. Und schon ist die Cerritos fertig. Ich guck mal, ob ich ein Foto mache. Ah, sieht schon nicht schlecht aus. Machen wir gleich mal eine Bildschirmaufnahme. Ups. So, ein neues Schiff ist da. Oh, was haben wir denn jetzt gemacht?
Irgendwas haben wir geschafft. Unschätzbares Gut. Einsammeln. Das ging ja einfach. Bevor Sie uns dabei helfen, benötigen wir einen Beweis spenden. Belobigungs. Rang 6 habe ich nicht. Belobigungsrang 6 im Shop. Gucken wir mal. Von welcher Fraktion denn überhaupt? Ist das die Föderation? Und wenn ja, was kostet das? Föderation. Föderationsrekrut. Belobigungsrang 3. Belobigungsrang kostet 5000, okay. Da muss ich noch ein bisschen sparen, bis ich mir den kaufen kann. Ja, ich hatte eigentlich genug, aber weil ich meine Ach, ist es egal, von welcher Fraktion der ist? Wartet mal, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Nicht, dass ich mir den umsonst hole. Sonst könnte ich mir den ja auch von den Klingonen holen. Steht das hier? Verdiene eine Belobigung mit Rang 6 bei deiner verbündeten Fraktion. Okay. Ich bin ja mit mehreren Fraktionen verbunden. Aha. Na gut, wir probieren das mal. 5000. Belobigungsrang 6. Gibt es denn eigentlich noch einen höheren? Mal schauen, ob es klappt. Es hat anscheinend geklappt. Was ist die Belohnung? Ein Paarstahl, wirklich? Ist das wirklich wahr? So, ich denke mal, an der Stelle können wir dann uns verabschieden. Ich habe das Schiff gebaut, ich habe die Ops gestartet. Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt noch nicht weiterbaue in meiner Station, kann ich euch sagen, ich will die Ressourcen sparen. Also ich gebe dann Ressourcen aus, wenn ich dafür auch was bekomme. Und ja, das Ruf-Event startet immer um 18 Uhr. Und solange warte ich. Zusätzlich gibt es ja auch noch hier immer in der Tagesaufgabe diese Sachen wie, du musst eine Immobilie in der Station bauen. Und da will ich damit einfach nicht zu locker umgehen.
Ja, das ist der Grund, warum ich da jetzt nicht weiterbaue. Wir können vielleicht noch einmal kurz das Schiff testen, wie stark es ist, wenn man es ausgerüstet hat. Was machen wir denn jetzt? Ich gucke noch mal ganz kurz hier in die Mission. Besiege das Schiff. Wie stark ist das Schiff? 1,3 Millionen. Ja, das sollte kein Problem sein. Mit könnte ich auch. Wartet mal. Auch mit der Crew das schaffen. Dann machen wir das noch. Ist zwar ein bisschen blödsinnig hier, aber egal. So. So, jetzt gleich. Da kommt meine Enterprise angeflogen. Schauen wir uns den Kampf mal an. Ja, die Belohnung ist jetzt nicht so gigantisch. Stelle OR zur Verfügung. Wow. Mission Dunkler Raum abgeschlossen. Jetzt habe ich einige Pfade freigeschaltet. Da fehlt mir jetzt die Warp-Reichweite anscheinend. Besiege drei Feinde auf Level 42. Ja, das ist, glaube ich, auch Teil dieser Aufgabe. Aha. Na gut. Dann sind wir soweit erstmal durch. Ach so, ich wollte noch das Schiff zeigen, genau. Bin ich denn jetzt mit irgendeinem Schiff? Gut, dann fliege ich mal hier mit der Discovery schnell nach Hause. Damit wir uns die Cerritos mal wenigstens in Aktion anschauen können. Da ist sie. 996. Mal gucken. Wenn wir da noch ein paar. Die stärksten machen wir einfach mal. Ist ja egal, wir gucken mal. Auf 1 Million kommen wir da schon. An Stärke. Wir lesen uns mal durch, was die Cerritos alles so kann. Im Laufe der Geschichte der Sternflotte gab es eine Handvoll Schiffe, die mit Helden und Legenden besetzt waren. Und im Laufe der Geschichte veränderten die Schiffe die Kopf- und
Kragen riskierten, die unvorstellbaren Gefahren zum Schutz der Föderation und ihrer Menschen trotzten. Die Cerritos ist keines dieser Schiffe. Die USS Cerritos, ein Schiff der Kalifornien-Klasse, wurde entwickelt, um als Hilfsschiff für langlebige Schiffe der Flotte zu dienen. Sein leichter Rumpf, der Impulsantrieb der Spitzenklasse und die Lieferung von Shuttles des Typs 6A machen es ideal für wissenschaftliche und diplomatische Missionen. Aus diesem Grund und vielen weiteren, die hier nicht erwähnt werden, hat sich die Cerritos, da ist irgendwie was, die irgendwie was mit sich, die zu viel, ne? Hat sich die Cerritos in einer netten kleinen Nische als Zweitkontaktschiff gemütlich gemacht. Die jüngsten Ereignisse haben jedoch deutlich gemacht, dass die Crew der Cerritos mehr Herz hat, als viele ihr zuschreiben. Einige würden sogar sagen, dass dieses unterschätzte Schiff als eines der besten Schiffe der Geschichte der Sternflotte angesehen werden könnte. Aber diese würden höchstwahrscheinlich falsch liegen. Ja, das ist nicht schlecht. Okay, ja. Also wenn man hier nochmal guckt bei den Hauptwerten, wenn die USS Cerritos und ein anderes Schiff unterstützt, erhöht sich die Unterstützungsdauer. Warte mal. Wenn die USS Cerritos ein anderes Schiff unterstützt, erhöht sich die Unterstützungsdauer um 5 Sekunden. Unterstützte Schiffe erhalten basierend auf den abgeschlossenen Cerritos-Forschung des Empfängers erhebliche Kampfboni. Okay. Das heißt, du musst irgendwie mit zwei Schiffen quasi da reinfliegen dann. Naja, wir schauen mal, was wir hier, ob wir schon irgendwas verbessern können. Nö, nix. Ja, ich glaube, diese Dinger muss ich mir besorgen. Da habe ich jetzt auch schon einen Hinweis gekriegt, wo ich die mir besorgen kann, in welchem System. Und zwar kann ich euch mal zeigen, welches System das ist. Nee. War das Amalgam-System? Ich glaube nicht. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ist es das, was ich brauche für die Cerritos? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, das ist erstmal gar nichts. Das hier. Okay, das sieht aus wie so eine radioaktive Kiste. Aber das war tatsächlich, glaube ich, dann für die Amalgam. Ne? Ich gucke noch mal kurz rein. Schreibt mal dann bitte in die... So, die Dinger. Wo kriegt man die? Steht das irgendwo? Hole mehr aus der Raffinerie der Cerritos oder Shop heraus. Okay. Na gut. Okay, dann war's das von mir. Und ich sag tschüss, bis bald. Euer Quantus. Macht's gut.